Ja moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEOpresso. Mein Name ist Björn Darko und heute spreche ich mit Tina Lange und Tina ist Senior SEO Consultant bei Searchmetrics. SEOpresso wird euch präsentiert von Searchmetrics und Searchmetrics bietet eine SEO und Content Software, die Unternehmen dabei hilft, Erfolg datenbasiert planbar zu machen und Online-Marketern dabei hilft, ihre Online-Ziele auch wirklich zu erreichen. Und wenn ihr mehr über Searchmetrics erfahren wollt, dann geht auf searchmetrics.com. Und wenn euch gefällt, was ihr hört oder seht, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. SEOpresso auf Spotify, auf Soundcloud, auf iTunes und folgt SEO.presso auf IGTV. Und jetzt geht's los. Stellt euch vor, ihr sucht online nach neuen Schuhen und erwartet Suchergebnisse, die euren Wünschen entsprechen. Und das Keyword Schuhe kann jedoch für alle Geschlechter relevant sein. Stellen Suchmaschinen also daher Annahmen darüber auf, welche Geschlechter vermehrt nach bestimmten Produkten suchen und kreieren damit ein Gender Bias. Tina, du und Karl Kleinschmidt, SEO-Consultant in den USA, habt ein kleines Experiment gemacht und seid genau dieser Frage nachgegangen. Erklär uns doch bitte mal kurz, worum es dabei geht und wie ihr überhaupt darauf gekommen seid, das zu untersuchen. Also uns ist bei unseren Kunden aufgefallen, dass sie vor allem sich im Fashion-E-Commerce sich bewegen. Die haben ja auch verschiedene Produktkategorie-Seiten. Und du willst deinen Kunden ja entsprechend auch die passenden Kategorie-Seiten anbieten. Das heißt für Männer entsprechend Männerkategorie-Seiten und für Frauen die entsprechenden Seiten. Und wir haben uns für diese ganz, ganz großen und suchvolumenstarken Suchbegriffe die SERPs angeschaut und analysiert, was performt denn da tatsächlich am besten. Und es sind meistens die Kategorie-Seiten gewesen, die speziell für ein bestimmtes Geschlecht optimiert waren. Und da sind wir eben drauf gekommen und haben uns gewundert, ob es da vielleicht ein bestimmtes Muster dahinter gibt. Das heißt, erkennt Google anhand eines neutralen Suchbegriffs, wie zum Beispiel Schuhe, welches Geschlecht sucht am häufigsten danach und spielt dann tatsächlich dann auch nur die Kategorieseiten aus. Und wie genau kann man sich das vorstellen? Wie habt ihr das Experiment aufgesetzt? Also wir haben uns erstmal ein riesiges Keyword-Set gebaut für den amerikanischen Markt und auch für den deutschen Markt. Ich glaube, wir sind dann bei rund 50.000 Keywords gelandet. Und genau, wir haben dafür verschiedene Begriffe wie T-Shirts, Pullover und so weiter, die ganzen Synonyme durchgespielt und haben uns für diese ganzen 50.000 Keywords die SERPs rausgezogen. Das heißt, wir haben die Searchmetrics Research Cloud genutzt und haben uns jeweils für jeden Suchbegriff die Top 10 Suchergebnisse rausgezogen und haben uns dann speziell die Meta-Titles angeschaut, weil wir eben daraus erkennen konnten, wenn da ein bestimmter Begriff drin ist, wie zum Beispiel Damen-Jeans oder Herren-Jeans, dann weißt du halt, okay, das ist eine spezifische Kategorieseite nur für Männer oder eben Frauen. Genau, und wir haben die ganzen Meta-Titles ausgewertet, ob eben die bestimmten Begriffe vorkommen, wie zum Beispiel Herren, Männer, Damen, Frauen, Mädchen, Jungs und so weiter. Und haben das alles geclustert und haben uns dann entschieden, wenn eben in den Top 10 Suchergebnissen mehr als 4 dieser Ergebnisse für ein bestimmtes Geschlecht sind, dann ist das ganze Suchergebnis geschlechtsspezifisch. Und so haben wir die Analyse durchgefahren. Und was ist bei dem Experiment dann schlussendlich herausgekommen? Die Frage steht ja im Raum, gibt es ein Gender Bias im Fashion E-Commerce? Ja, tatsächlich zu 20%, rund 20% haben wir das rausgefunden. Und wir vermuten sogar, dass es noch mehr ist, weil wir haben uns ja tatsächlich nur die Meta-Titles angeguckt. Und was uns auch aufgefallen ist, manche Shops machen das so, dass die Meta-Titles und die Description relativ geschlechtsneutral ist. Ja, da siehst du keinen Begriff mit Mann oder Frau drin. Aber wenn du dir ganz genau die URL anguckst, dann siehst du, dass halt irgendwo in einer Kategorie in dem URL-Pfad drin ist, dass es für Männer oder Frauen. Also wenn man das auch nochmal analysieren würde, da ist unsere Vermutung, dass der Anteil nochmal viel, viel höher ist. Und interessant ist auch, dass dieser Anteil an so geschlechtsspezifischen Suchergebnissen ist in den USA und Deutschland fast genau gleich. Also Deutschland 19%, USA 20%. Also kannst schon davon ausgehen, dass auf jeden Fall so ein Gender Bias vorhanden ist. Was heißt das jetzt speziell für mich als Shopbetreiber? Wie kann ich mich strategisch darauf ausrichten? Ja, du musst halt gucken, was für Kategorieseiten willst du deinen Kunden anbieten. Also ich meine, viele große Player im E-Commerce haben das ja schon längst gemacht und haben umgestellt nur von diesen neutralen Kategorieseiten. Die bieten ja schon für Männer und Frauen spezielle Seiten an. Aber ich würde eben ganz genau testen, auch wenn du diese ganz großen Suchbegriffe targeten möchtest, einmal die SERPs auch zu analysieren. Ist das jetzt ein geschlechtsspezifisches Keyword
und dann eben in deinen ganzen SEO-Maßnahmen, die du machst, also zum Beispiel interne Verlinkungen oder aus dem Hauptmenü heraus, da eben auch diese spezielle Kategorie auch zu priorisieren. Also wenn du merkst, okay, dieser eine neutrale Suchbegriff, den suchen hauptsächlich Frauen, den solltest du dann in deinen Maßnahmen auch priorisieren. Und ihr habt ja auch in der Auswertung, die übrigens jeder lesen kann, ne? Die ist ja auf blog.searchmetrics.com, könnt ihr die finden. Ich kann die auch nochmal verlinken in der Caption, damit das jeder lesen kann. Aber ihr sprecht auch bei der Auswertung davon, dass man über eine geschlechtsspezifische Longtail-Optimierung auch strategisch daran gehen könnte. Was genau bedeutet das? Ja, dass du eben deine Hauptkeywords, wie jetzt zum Beispiel diese neutralen Keywords, auch kombinierst mit so geschlechtsspezifischen Kombinationen, sage ich jetzt mal. Also wenn du zum Beispiel Sachen reinpackst wie modisch, dann geht das ganz klar in die Tendenz zu Frauen. Dann haben wir auch ein Beispiel gefunden bei Gürteln. Das hatte ein Shop, so eine komplette Kategorieseite für Gürtel, und hat dann eben auch Kombinationen reingepackt mit Leder, bestimmten Farbvarianten und so weiter. Und die hat dann eher für halt die männlichen User gerankt. Wenn Google also häufig Produktsuchen für Frauen oder Männer ausrichtet, konvertiert eine der beiden Zielgruppen für bestimmte Produkte ja besser. Was bedeutet das eigentlich für die Gruppe, die dann keine passenden Ergebnisse angezeigt bekommt? Sprich, wenn ich jetzt als Mann im Prinzip, wenn Google weiß, modische Ledergürtel, du hast es gerade das Beispiel gezeigt, wird eher von Männern gesucht, aber eine Frau sucht auch nach einem Ledergürtel und die kriegt dann dieses Männerresultat angezeigt. Das bedeutet ja im Prinzip, dass die Frau auf einer Männerseite landet. Was hat das für eine Auswirkung auch auf den Shop, vielleicht sogar auch auf Conversions? Ja, du hast auf jeden Fall für diese, also ich sage jetzt einfach mal benachteiligte Zielgruppe, hast du auf jeden Fall längere Klickpfade. Ne? Also wenn du einen ganz neutralen Suchbegriff eingibst und siehst dann, sage ich jetzt mal, wenn du als Frau nach Gürteln zum Beispiel suchst und siehst dann eben nur Männerseiten, dann bist du ja in dem Zuge schon enttäuscht und siehst halt, okay, es gibt nur Männerkategorie-Seiten und musst dann eben anfangen, deine Suche nochmal zu verfeinern. Das heißt, du gibst nochmal einen Suchbegriff ein und verlängerst den zum Beispiel um Gürtel für Frauen. Das dauert also länger und bis dann der Kunde tatsächlich dann konvertiert, dauert es auf jeden Fall länger. Was man machen könnte, würde ich ganz klar empfehlen, wenn es eben so aussieht, dass es so ein bestimmtes Geschlecht in den SERPs dominiert, dass man auf der passenden Seite auch schön prominent einen Link anbietet für die andere Zielgruppe. Also, dass das nicht untergeht, sondern dass die andere Zielgruppe, die in dem Zuge benachteiligt ist, auch die Möglichkeit hat, rüber zu navigieren auf die passende Kategorie. Ja, vielen Dank, Tina. Das war super interessant. Wie gesagt, wer das nachlesen will, kann auf den Searchmetrics-Blog gehen oder unten in der Caption. Dort kann ich das gerne nochmal verlinken. Wenn ihr euch mit Tina darüber weiter austauschen wollt, wie kann man dich erreichen? Auf LinkedIn am besten. Auf LinkedIn am besten, immer schön professionell. Vielen Dank, dass du heute mit mir gesprochen hast. Vielen Dank euch fürs Einschalten und wir sehen uns nächste Woche wieder bei SEO Presso. Ciao.